Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft. Über 2500 Jahre Geschichte. Was war, was ist, was bleibt? Etwas, worauf wir stolz sein können? Und wenn ja, warum? Ein ewiges Schlachtfeld? Größenwahn? Eine Wertegemeinschaft? So viel Angst, so viel Hoffnung, so viele Fragen. Ach, Europa. Im 17. Jahrhundert steht die Sonne des Absolutismus über Europa im Zenit. In Frankreich entfaltet König Ludwig XIV. Seine absolute Macht. Auch alle anderen europäischen Herrscher wollen sein wie der Sonnenkönig. Seine Strahlkraft reicht bis nach Russland. Die Europäer konkurrieren um einen Platz an der Sonne, auch in Übersee, und sind dabei nicht zimperlich. Doch Wissenschaft und Aufklärung lassen das Pendel in eine andere Richtung schlagen. Zur Sonne der Erkenntnis. Die Sonne. Dass sich die Planeten um sie drehen und nicht um die Erde, das weiß heute jedes Kind. Im 16. Jahrhundert jedoch, als die Astronomen Europas erstmals dahinter kommen, bricht für viele das Weltbild zusammen. Das, was die Kirche jahrhundertelang als wahr verkauft hat, soll plötzlich falsch sein? Nicht die Erde ist das Zentrum des Universums, sondern die Sonne? Das Zentrum des europäischen Universums will damals Frankreich sein. Genauer gesagt, der französische König, Ludwig XIV. Um seinen Anspruch zu unterstreichen, bemächtigt er sich kurzerhand des Sonnensymbols. Ja, er wagt es tatsächlich zu behaupten, er sei die Sonne. Das Sonnensystem als Vorbild für die staatliche Ordnung in Frankreich. Das neue Herrschaftsmodell hat einen Namen: Absolutismus. Was das heißt? Der König hat alle Macht im Staat. Oder wie Ludwig sagt, l'État c'est moi, der Staat bin ich. Doch die Sonne Frankreichs zu sein, um die seiner Adligen kreisen, das reicht Ludwig bald nicht mehr. Er will die Sonne Europas sein. Der ganze Kontinent soll sich um ihn drehen. Um ihn, den Roi Soleil, den Sonnenkönig. Und so zettelt Ludwig auf dem Kontinent einen Krieg nach dem anderen an und führt vor Augen, wo für die einen Licht ist, ist für die anderen Schatten. Europa, das ist im 17. Jahrhundert der Privatbesitz einiger weniger Adelsfamilien. Der Absolutismus befeuert Konflikte. Gleichzeitig übt er eine magische Anziehungskraft aus. Europa will sein wie der Sonnenkönig. Und der Sonnenkönig zeigt Europa, wo es lang geht. Mit seinem Schloss. Das alle anderen bisher gebauten Schlösser in den Schatten stellt. Versailles. Die Ausmaße des Gebäudes sind enorm. Immerhin muss der komplette Adel mitsamt Personal hier einquartiert werden. 10.000 Personen leben zu Hochzeiten in Versailles. Und bis heute kommen zigtausende Touristen, um das Paradebeispiel europäischer Hofkultur zu bewundern. Allerdings ist die Hofkultur längst nicht so vornehm, wie man sich das heute vorstellt. Nicht nur, weil es kaum Toiletten gibt. Ludwig selbst erleichtert sich angeblich hinter den Vorhängen. Und beim Essen? Naja, von Besteck hält der König wenig. Seine Höflinge wetteifern um einen Platz an seiner Seite. Kaum zu glauben, aber um dem König beim Essen zuzuschauen, zahlen sie damals horrende Summen. Es ist eine absurde Inszenierung, die nur ein Ziel hat: Ludwigs absoluter Überlegenheit Ausdruck zu verleihen. Heute herrschen in Europa andere Sitten. Gott sei Dank.
Versailles, le Trianon, la Grande Galerie des Glaces. À l'époque, tous les princes voulaient avoir ça. Et ça a été copié aux quatre coins de l'Europe, mais naturellement, jamais égalé. Wie steht's? Pardon? Ich finde, euer Versailles stank zum Himmel. Tut mir leid. Mais pas pour l'aîné baroque, cher ami. Kein Wunder, wo sich doch eh keiner gewaschen hat, weil das Baden als gesundheitsschädlich galt. Und dann diese verschwitzten Perücken aus Pferdehaar mit lauter Ungeziefer drin. Bah! Dans le temps, ils avaient une toute autre approche de l'hygiène. Réjouis-toi, parce que sans Versailles, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de parfum. Danke, ich hab die Nase voll von Versailles. Hey! Im 17. Jahrhundert ist Versailles das Nonplusultra. Nahezu alle europäischen Herrscher schielen neidisch dorthin. Sie wollen auch absolut herrschen, sie wollen auch Französisch sprechen und sie wollen auch so ein Schloss. Überall entstehen kleine Versailles, von Schweden bis nach Spanien, vom heutigen Belgien bis nach Russland. Hat Europa einen Sonnenstich? Ja. Sonst würde man Ludwig wohl kaum so hemmungslos kopieren. Ludwig XIV. Hat für Europa eine doppelte Rolle, eine positive und eine negative. Positiv ist, dass er dieses Modell von Versailles schafft. Und plötzlich will ganz Europa so sein wie Versailles, will Französisch sprechen, will diese Kultur nachahmen. Auf der anderen Seite ist Ludwig XIV. Natürlich auch jemand, der das europäische Gleichgewicht durcheinander bringt. Er geht über die Grenzen, er führt Krieg, er annektiert. Und man hat fast das Gefühl, Europa formiert sich gegen Ludwig XIV. Und Europa ist sozusagen die Verteidigung des Gleichgewichts gegen einen, der sich vielleicht zu groß aufspielt. Bei aller Konkurrenz in Geschmacksfragen ist sich Europa einig. Bald beherrscht ein neuer Kunststil den Kontinent. Ausgehend vom Zentrum des damaligen Universums, also von Frankreich, von Versailles. Der Barock. Die schnörkeligen, vergoldeten Formen in ihrer Maßlosigkeit empfinden schon die Kritiker damals als übertrieben kitschig und schwülstig. Aber wie gesagt, Europa leidet unter akutem Sonnenstich. Und so setzt sich der Barock trotzdem durch. Und heute? Ist der Barock tot? Nein, im Gegenteil, er lebt. Die heutigen Top-Manager zeigen barocke Attitüden. Die Hauptsitze mancher Banken oder Großkonzerne ähneln in ihrem Aufbau Versailles. Da, wo das Geld fließt, ist die Macht. Und die wird ungehemmt zur Schau gestellt. Es geht um die Inszenierung des eigenen Ich. Damals wie heute. Den Barock in Reinform gibt es aber vielleicht nur noch an einem Ort. Im Vatikan. Mit den letzten absolutistischen Herrschern Europas. Den Päpsten. Aber zurück ins 17. Jahrhundert. Zurück nach Versailles. Auf dem europäischen Parkett wird es langsam eng. Die anderen Könige versuchen, dem Sonnenkönig den Platz an der Spitze streitig zu machen. Ludwig hält natürlich dagegen. Seinem Finanzminister, Jean-Baptiste Colbert, bereitet die Eitelkeit seines Herrschers zunehmend Sorgen. Die extravaganten Feste ruinieren die Staatskasse. Ganz abgesehen von den ständigen Kriegen. Sparen ist keine Alternative. Zumindest nicht für den Monarchen. Um die europäische Konkurrenz abzuschütteln, muss sich Colbert was anderes einfallen lassen. Eine Mauer muss her. Eine Zollmauer. Dadurch werden die Waren aus dem Ausland so teuer, dass die Menschen gezwungen sind, sie im Inland zu kaufen. Das Geld bleibt also in Frankreich. Merkantilismus nennt sich dieses System. Und die Absolutisten überall in Europa ahmen es dankbar nach. Europa? Ein Wirtschaftsraum? Davon ist man im 17. Jahrhundert weit entfernt. Allerdings, Moment, Holländer und Engländer machen nicht mit. Sie arbeiten am Zukunftsmodell Europas, der freien Marktwirtschaft. William und Kate, Willem Alexander und Maxima, Charles und Camilla. Gerade die Länder, die man heute mit Monarchie schlechthin verbindet, gehen im 17. Jahrhundert einen Sonderweg. Holland gründet eine Republik, England eine parlamentarische Monarchie. Die Bill of Rights sieht vor, dass das englische Parlament jede königliche Handlung absegnen muss. Daran wird die Queen bis in die Gegenwart erinnert. Vor jedem neuen Parlament muss sie eine Rede verlesen.
die ihr die Volksvertreter geschrieben haben, die sie ihr vorgeschrieben haben. In der Regierung hat das Parlament das Sagen. Den Markt überlassen die Briten weitgehend sich selbst. Nicht der Staat bestimmt die Wirtschaft, wie in Frankreich, sondern Angebot und Nachfrage. Diesem Liberalismus verdankt Großbritannien den Aufstieg zum führenden Finanzzentrum Europas. Zumindest bis zum Brexit. Next Exit, Nexit? Auch die kleinen Niederlande sind finanziell gut aufgestellt, verfügen über einen der größten Warenumschlagplätze Europas, Rotterdam. Die Weichen dafür werden im 17. Jahrhundert gestellt, als Europa rausdrängt in die Welt, die es zu entdecken und erobern gilt. Aber losziehen tut man nicht etwa gemeinsam. Nein, wenn es ums Geld geht, kennen die Europäer keine Freunde. Mit dem Wettlauf um die letzten weißen Flecken der Welt steigt auch der europäische Konkurrenzdruck. Wer wird die Terra Australis Incognita entdecken, den sagenumwobenen südlichen Erdteil? Wer wird die Landmassen das erste Mal betreten und seine Fahne dort hissen? Wer wird die unsagbaren Schätze als erstes an sich reißen? Die Engländer haben die Nase vorn. Und auch wenn sich herausstellt, dass die Terra Australis Incognita in der erhofften Form nicht existiert, dass die Südhalbkugel bei weitem nicht über ähnliche Landmassen verfügt wie die Nordhalbkugel, man nimmt, was man kriegt. Der Engländer James Cook, der wohl größte Entdecker des 18. Jahrhunderts, annektiert für das britische Empire Insel für Insel. Mitsamt den verfügbaren Ressourcen natürlich. Alles wird eingeheimst, was den Eroberern in die Finger kommt. Die Gastfreundschaft der Eingeborenen wird schamlos ausgenutzt. Die Europäer sind in der Regel überall dort, wo sie angekommen sind, freundlich empfangen worden. Weil diese Völker nicht damals gedacht haben, am Anfang, man würde sie übers Ohr hauen, beziehungsweise man sei da nur wegen ihrer Reichtümer. Tja, so kann man sich irren. Europa steht seit damals auch für aggressive Expansion und die damit verbundene Ausbeutung der Welt. Hast du mehr davon? Es ist viel einfach geklaut worden, geraubt, schlicht und einfach. Also schauen Sie mal, also die Museen hier, das sind alle Schätze aus aller Welt. Es ist nicht gekauft worden und man hat die Völker dort nicht gefragt, ob sie das hergeben. Man hat es einfach genommen. Die Engländer nehmen unter anderem Tahiti in Beschlag. Dazu Madras und Bengalen, die fruchtbaren Schwemmlandregionen Indiens. Die Holländer luchsen den Maori Neuseeland ab. Den Indianern die Insel Manahatta, das spätere New York. Und sie okkupieren das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Die Franzosen reißen sich den Senegal und Madagaskar unter den Nagel und Saint-Domingue, das heutige Haiti. Europa ist plötzlich überall. Und alles, was Profit verspricht, sacken die ungebetenen Gäste auf ihren Beutezügen ein. Um keine Leerfahrten machen zu müssen, überlegen sie sich einen besonders perfiden Handel, den sogenannten Dreieckshandel. Auf dem Weg in die Kolonien stoppen sie kurz in Afrika und füllen die leeren Schiffe mit Sklaven auf, denn die werden als billige Arbeitskräfte in den neuen Territorien dringend gebraucht. Im Gegenzug für die menschliche Fracht bekommen sie Baumwolle, Tabak, Kaffee, Kakao oder Zucker. Ja. Die europäische Ausbeutung hat System. Dass bei dem Dreieckshandel ein ganzer Kontinent destabilisiert wird, das kümmert in Europa wenige. Dem weißen Mann gilt der Schwarze als Vieh. Und so behandelt er ihn auch. Beziehungsweise lässt ihn behandeln. Denn die schmutzige Jagd auf die Menschen übernehmen andere. Araber, selbst Schwarzafrikaner. Aber unschuldig sind die Europäer deshalb nicht. Im Gegenteil. Wie war das? Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das ist freie Marktwirtschaft. Das Geschäft mit der Sklaverei ist zwar nicht neu,
aber die Europäer perfektionieren es. In etwa 300 Jahren werden rund 12 Millionen Afrikaner verschleppt. Es soll bis ins 19. Jahrhundert hinein dauern, bis der Sklavenhandel in Europa verboten wird. Das letzte Land, das ihn verbietet, sind die Niederlande. Der Sklavenhandel ist maßgeblich mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Aufstieg der Seemacht. Und wer trennt sich schon gerne vom Luxus? Der Zucker aus Übersee hat das Leben so herrlich süß gemacht. Darauf will man nicht mehr verzichten. Bis heute sind die Spuren der Sklaverei in Holland sichtbar. Zum Beispiel in der Figur des Zwarte Piet, dem schwarzen Helfer vom Nikolaus. Oder auf der Kutsche, in der sich der König einmal im Jahr bei der Fahrt durch Den Haag bejubeln lässt. Tradition oder Rassismus? Oder beides? In den letzten Jahren regen sich zunehmend Proteste. Die Kutsche soll übermalt werden. Der Zwarte Piet nicht mehr schwarz sein. Werden die Proteste Gehör finden? Oder doch wieder verhallen? Man kann nur jemand versklaven, wenn man ihn als minderwertig ansieht. Man hat erst mal angefangen mit den Indianern in Amerika. Und sie haben sich als nicht arbeitsfähig erwiesen oder haben rebelliert. Und da kam man auf die Idee, nach Afrika zu gehen und sie dort von dort zu bringen. Und das hat dann wirklich eine sehr positive Wirkung, wirtschaftlich sagen wir mal, für Europa. Aber für Afrika war das verheerend. Sie müssen sich vorstellen, dass jahrhundertelang die arbeitsfähigen Männer und Frauen versklavt wurden. Das heißt, in vielen Dörfern blieben nur noch alte Männer und alte Frauen und Kinder. Das hat dann auch zur Folge, dass die gesamte Wirtschaft und natürlich auch die ganze politische Struktur kaputt gemacht worden ist. Europa tut sich schwer mit seinem kolonialen Erbe. Und die Niederländer mit den Abgründen hinter ihren schönen Fassaden. Zwar hat die Regierung die Sklaverei vor kurzem bedauert, aber keine Schuld eingestanden. Zu groß ist die Sorge vor Schadenersatzforderungen. Fest steht, der Rassismus und der menschenverachtende Sklavenhandel sind ein wiederkehrendes Merkmal in der Geschichte Europas. Bis heute kaum zu fassen. Da erinnert man sich doch lieber an die schönen Seiten der Kolonialzeit. Die malerischen Grachten, die Schiffe, die von der Weltmacht Holland zeugen. Amsterdam besitzt im 17. Jahrhundert den weltweit geschäftigsten Hafen mit über 1000 hochseetüchtigen Schiffen. Es ist das goldene Zeitalter. Und es ist so golden, dass man nicht weiß, wohin mit dem vielen Geld. Weil es kaum Investitionsmöglichkeiten gibt in einem so winzigen Land ohne Grund und Boden, werden die Holländer erfinderisch. Sie investieren in Kunst. Hunderte von Malern produzieren wie am Fließband. Mehrere Millionen Gemälde entstehen in dieser Zeit. Ein solcher Gemäldeausstoß ist in der gesamten Kunstgeschichte beispiellos. Den Sklaven und Kolonien sei Dank. Ohne sie sähe das kulturelle Erbe, auf das wir Europäer heute so stolz sind, ganz anders aus. Eine andere vermeintlich sichere Investition sind Tulpen. Eben erst aus der Türkei importiert, sind die exotischen Blumen an den europäischen Höfen der letzte Schrei. Man sagt, sie drücken Eleganz und vornehme Nachdenklichkeit aus. Und ihren Mangel an Duft hält man für die Tugend der Enthaltsamkeit. Wie auch immer, jeder will sie haben, die Tulpe. Und je größer die Nachfrage, desto höher der Kurs an der Amsterdamer Börse. Die Preise für die Tulpenzwiebeln steigen und steigen. Bald muss man für eine Zwiebel 120 Scheffel Weizen, 240 Scheffel Roggen, 4 Ochsen, 8 Schweine, 12 Schafe, 2 Ochshufte Wein, 4 Fuder Bier, 2 Fässer Butter, 1000 Pfund Käse, ein Bett, einen Anzug und einen silbernen Trinkbecher berappen. Irgendwann kriegt man für 3 Tulpenzwiebeln ein ganzes Haus in der besten Lage von Amsterdam. Das kann nicht gut gehen. Die Tulpenblase platzt.
Es ist der erste Börsencrash der europäischen Geschichte. Und er leitet den Niedergang des goldenen Zeitalters ein. Doch der Beliebtheit der Tulpe hat der jähe Sturz keinen Abbruch getan. Holland ist bis heute das Tulpenland Nummer 1. Und die Blume aus unseren Gärten kaum mehr wegzudenken. Und so eine kleine Tulpenzwiebel hat also halb Holland an den Rand der Pleite gebracht. Incroyable. Mais tu crois qu'on pourrait encore se faire contaminer? Du meinst mit Tulpenfieber? Mhm. Nein, glaube ich nicht. Wir modernen Europäer sind dagegen immun. Zumindest was Tulpen angeht. Bon, quoi qu'il en soit, le grand crash des tulipes a bien plu aux Anglais. Après tout, il a probablement ruiné l'ambition hollandaise de devenir une puissance mondiale. Ja, über Nacht waren die Briten einen ihrer Hauptkonkurrenten los. Stell dir mal vor, die Weltsprache wäre heute Holländisch, nicht Englisch. Hollandais, elle est bien bonne celle-là. Personne ne pourrait le prononcer, hein? Goedemorgen. Ach, und seit wann könnt ihr Franzosen Englisch richtig aussprechen? Absolutely, we can speak English. C'est juste qu'on n'en voit pas l'intérêt. Ach so. Die Europäer treibt nicht nur Profitgier, sondern auch Fernweh in die weite Welt. Alle sind gleichermaßen begeistert von der Südsee, wie der Südpazifik damals genannt wird. Die Inseln mit ihrer üppigen Vegetation und den Palmenstränden sind so schön, dass die ersten Entdecker sogar glauben, das verlorene Paradies wiedergefunden zu haben. Die exotischen Eingeborenen, die Wilden, verklären sie bald zu edlen Wilden, Noble Sauvage, die unverdorben von der Zivilisation in Einklang mit der Natur leben und vor allem die freie Liebe praktizieren. In einem Bericht aus dem 18. Jahrhundert heißt es: Geboren unter dem schönsten Himmelsstrich, kennen sie keinen anderen Gott als die Liebe. Jeder Tag ist ihr geweiht, die ganze Insel ist ihr Tempel. Alle Frauen sind ihre Priesterinnen, alle Männer ihre Anbeter. Und was für Frauen das sind. Ja, sowas sind die prüden Europäer nicht gewöhnt. Zu Hause im sittenstrengen Europa findet Sexualität nur hinter verschlossenen Türen statt. Sex dient, da ist man sich einig, nur einem Zweck, nämlich der Fortpflanzung. Im 18. Jahrhundert soll sich das ändern. Inspiriert durch die Berichte aus der Südsee werden in Europa mehr und mehr erotische Romane veröffentlicht. Therese Philosoph, Fanny Hill, Justine und Juliette. Mit Illustrationen, die dem ein oder anderen noch heute die Schamesröte ins Gesicht tragen. Damals geht ein Aufschrei durch die Reihen der zugeknöpften Kritiker. Es ist die erste sexuelle Revolution Europas. Oui, also das ist aber wirklich pas mal non plus, hein? Dass sie diese Schweinereien schon vor 300 Jahren gedruckt haben. Mais pourquoi pas? Franchement, chez vous en Allemagne, côté littérature érotique, y a pas eu grand chose. Si en plus on doit se laisser dépasser par les Anglais, tiens, tiens, tu sais que ça. Fanny Hill, chez vous c'était interdit jusqu'en 1969. Ja, ja, jetzt sind wir wieder die Verklemmten. Aber warum stammen diese ganzen Schriften eigentlich nur von Männern? Bah, c'est pourtant clair. Parce que les hommes savaient et savent déjà tout mieux que nous. Y compris sur la sexualité féminine. Ach ja, stimmt. Wo wäre man da auch hingekommen, wenn die Frauen plötzlich ihre eigenen Fantasien aufgeschrieben hätten? Bon, bah, en route pour 50 Shades of Grey. Ich trinke den köstlich kalten Orangensaft mit großen Schlucken und stehe auf. Für die Südsee hat der Entdeckungswahn der Europäer weitaus negativere Folgen als ein bisschen sexuelle Revolution. Etwa 90% der Menschen sterben durch Krankheiten, die die Eroberer einschleppen. Der Rest wird, ungeachtet der anfänglichen Bewunderung für das Leben abseits der Zivilisation, gnadenlos zivilisiert. Die Europäer fühlen sich eben überlegen, politisch, wirtschaftlich und vor allem moralisch. Und so stehen die meisten Kolonien bis heute in unserer Abhängigkeit. Sie sind aber auch einfach zu praktisch. Sei es, weil wir sie als Steueroasen nutzen, als Paradiesersatz, indem wir uns ab und zu eine Auszeit gönnen von der anstrengenden Zivilisation. Oder auch für andere nützliche Dinge, über die man zu Hause im fernen Europa nicht so gerne spricht. 4, 3, 2, 1, feu!
Der europäische Entdeckergeist hat aber auch seine hellen, seine guten Seiten. Seit der Entdeckung nämlich, dass sich die Erde um die Sonne dreht, werden die Europäer in ihrem Denken immer mutiger, freier und respektloser. Aufgeklärte Herrscher fördern die Wissenschaft. An den Universitäten entstehen die ersten philosophischen Fakultäten. Die Wissenschaft des Hinterfragens alter Gewissheiten, die Philosophie, wird zum größten Herausforderer der Theologie. Denn sie ist fest davon überzeugt, es sind nicht nur Glaube und Religion, die die Erkenntnisse liefern, sondern auch Logik und Vernunft. Es ist das Zeitalter der Aufklärung und der aufgeklärte Geist kennt keine Ländergrenzen. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hegel. Das 18. Jahrhundert vereint die größten Geister Europas. Worin? In ihrem Denken. Und es sind die Denkansätze der Philosophen, die die Wissenschaftler Europas zu unzähligen bedeutenden Entdeckungen inspirieren. Der neugierige holländische Tuchhändler Antonie van Leeuwenhoek zum Beispiel will unbedingt wissen, was es mit seinem Zahnbelag auf sich hat. Unter Mikroskop entdeckt er kleine Dirkens, Tierchen, heute auch bekannt unter dem Namen Bakterien. Und er entdeckt, dass das Leben nicht etwa aus Staub entsteht, sondern aus Sperma. Die Kirchen wettern gegen solche Behauptungen. Plötzlich sollen die Gesetze der Natur das Leben bestimmen und nicht mehr wie Jahrhunderte zuvor der göttliche Wille. Noch schlimmer ist das, was der englische Arzt William Harvey behauptet, nämlich, dass es einen Blutkreislauf gebe. Bisher hat man geglaubt, das Blut entstehe im Herzen oder in der Leber. Und jetzt soll das Herz vom Sitz des Lebensgeistes degradiert werden zur bloßen Pumpe? Als würde es nicht schon reichen, dass die Erde nur einer von vielen Planeten sein soll, legt der Engländer Isaac Newton noch eins drauf. Als im Garten seiner Mutter ein Apfel vom Baum fällt, erkennt er, was die Planeten auf ihren Bahnen hält. Nicht Gottes Hand, sondern die Schwerkraft. Auch die Kindheit wird neu erfunden. Mit Kinderbüchern wie Gullivers Reisen. Passend dazu rät der Philosoph Rousseau den Eltern, ihre Kinder nicht länger zum Arbeiten zu schicken, sondern ihre natürlichen Anlagen zu fördern. Er hat gut reden. Seine eigenen 5 Kinder gibt er ins Waisenhaus. Europa, das steht damals für Fortschritt. In allen Bereichen. Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Astronomie, Pädagogik. Überall werden bedeutende Entdeckungen gemacht. In den 35 Bänden der Encyclopädie werden sie zusammengefasst. Sowas gab es bisher noch nie. Das gesammelte Wissen der Zeit für jedermann. Naja, das wohl eher nicht. Die teuren Bücher sind der intellektuellen Elite vorbehalten. In den literarischen Salons, die jetzt überall in Europa entstehen, werden die Lexika studiert, ihr aufklärerisches Gedankengut diskutiert. Denn auch wenn die Artikel der Enzyklopädie in erster Linie wissenschaftlich-technischer Natur sind, so wettern die Herausgeber Diderot und D'Alembert zwischen den Zeilen doch deutlich gegen Adel und Klerus. Wo soll das nur hinführen? Ah, Monsieur Diderot, ich bin froh, dass Sie heute kommen konnten. Kommen Sie mit mir. Hier, ich bringe Ihnen den Autor der Enzyklopädie, die Sie gerade in den Händen halten. Oh, das hier ist ein Angriff auf den König. Und was sagen Sie denn? Wenn die Menschheit die Stimme der Vernunft hört, wird sie aus den Gedärmen der Pfaffen einen Strick für alle Könige drehen. Und heute? Digitale Enzyklopädien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und Zugriff hat nicht etwa nur die intellektuelle Elite, sondern jedermann. Wikipedia hält seine Nutzer sogar dazu an, die Enzyklopädie mitzugestalten. Nicht 35 Bände sind das Ergebnis, sondern über 35 Millionen Artikel, geschrieben von mehreren Millionen Autoren.
Wissen von und für jedermann. Das ist der Fortschritt des 21. Jahrhunderts. Das ist die Aufklärung von heute. Auch das Reisen gehört heute zum Alltag. Es sind zigtausend junge Studenten, die jedes Jahr am Austauschprogramm der Europäischen Union Erasmus teilnehmen. Die zum Studieren oder für ein Praktikum ins Ausland gehen. Sowas gibt es schon im 18. Jahrhundert. Auch wenn das Reisen eher dem Adel vorbehalten ist, ins Ausland geht die europäische Jugend auch damals schon. Es ist einer der Vorläufer von Erasmus. Die Kavalierstour. Die Kavalierstour ist eine Bildungsreise. Im Grunde genommen geht es darum, dass junge Adlige all das, was sie aus Büchern kennen, endlich mal in der Wirklichkeit sehen. Und das öffnet den Horizont. Man überschreitet die Grenzen, man sieht andere Länder, andere Sitten. Und immer wenn man das andere gesehen hat, dann kann man auch das eigene wieder mit anderen Augen sehen. Und man bekommt ein Bewusstsein für die Vielfalt von Europa. Aber Europa? Was ist das eigentlich damals? Was sind die Reiseziele der jungen Adligen im 18. Jahrhundert? Die beliebtesten Länder sind Frankreich und Italien und dort Venedig, Florenz und Rom. Der Besuch der ewigen Stadt ist der Höhepunkt einer jeden Kavalierstour. Und um was macht man lieber einen Bogen? Natürlich gibt es auch Gegenden Europas, wo man nur zögerlich hinreist oder gar nicht. Das Heilige Römische Reich, also Deutschland, ist kein sehr beliebtes Reiseland. Man glaubt, dass dort das Reisen beschwerlich ist und dass die Menschen nicht freundlich sind. Und bis nach Russland oder noch weiter in den Osten, da verirren sich die wenigsten. Und wenn sich schon keiner dorthin verirrt, dann muss er sich wohl selbst auf den Weg machen. So denkt sich Peter der Große, der Zar von Russland. Zwar herrscht er über das größte Reich der Erde, aber gleichzeitig gehört Russland in Hinblick auf wirtschaftlichen Wohlstand und technischen Fortschritt zu den rückständigsten Ländern Europas. Das will der Zar ändern. Und so begibt er sich auf Kavalierstour nach Europa. Im fortschrittlichen Westen will sich der junge Monarch weiterbilden. Am liebsten undercover. Niemand soll überhaupt erst erfahren, dass er unterwegs ist. Mit einem Gefolge von über 300 Personen eine etwas naive Vorstellung. Dennoch, in Europa respektiert man den Wunsch des Zaren nach Anonymität. Man selbst erhofft sich schließlich auch Vorteile. Der russische Markt erscheint vielen schon damals attraktiv. Und so heißt man den berühmten Wirtschaftsspion nach seiner Enttarnung willkommen und lässt ihn lernen. Die Preußen weisen ihn in die Kanonenkunst ein. Bei den Holländern erhält er Einblick in den Schiffsbau. Und von den Engländern bekommt er Nachhilfe im Finanzwesen. 18 Monate lang gewährt man dem ehrgeizigen Zaren Einblicke in die Geheimnisse Europas. 18 Monate lang saugt er alles Wissen auf, was er in den fortschrittlichen Nationen Westeuropas finden kann. Zurück in Russland fängt der Zar an, seine gesammelten Erkenntnisse in die Tat umzusetzen und sein Land nach dem Vorbild Europas zu modernisieren. Zunächst gilt es, das Erscheinungsbild seiner Bürger anzupassen. Ab sofort, so verfügt er, haben sich seine Untertanen westlich zu kleiden. Und ab sofort gilt im ganzen Land ein Bartverbot. Herein. Ja, genau. Peter der Große verbietet die traditionellen Bärte, für seinen Geschmack das Symbol der Rückständigkeit Russlands. Doch sein Volk Europa anzunähern, ist nicht so leicht wie gedacht. Auch wenn der Zar selbst mit gutem Beispiel vorangeht, der Widerstand gegen das verhängte Bartverbot ist groß. Schließlich ist die Gesichtsbehaarung nach traditioneller Auffassung von Gott geschenkt. Die Rasur gilt als Sünde. Um sein Verbot durchzusetzen, schickt Peter Barbiere auf Bartjagd. Aber mit Gewalt lassen sich die sturen Russen erst recht nicht europäisieren. Dann lassen sie ihren Bart halt wieder wachsen. Der Zar sieht sich schließlich gezwungen, das Verbot zu modifizieren. Wer eine Bartsteuer bezahlt, darf in Gottes Namen den Bart behalten. So lässt sich mit der Sturheit seiner Bürger wenigstens noch etwas Geld verdienen. Doch bei einem kennt der Zar keine Kompromisse. Beim Bau einer europäischen Stadt. Seiner Stadt. Sankt Petersburg. Hier im hohen Norden, wo heute das Leben tobt, befindet sich bis ins Jahr 1703 nur sumpfiger Boden. Aber der Zar will unbedingt auch geografisch nach Westen rücken. Und so wendet er sich vom traditionellen Moskau ab und errichtet sein Fenster nach Europa. Die neue Hauptstadt. Sankt Petersburg.
ein Gemeinschaftswerk. Denn der Zar bekommt tatkräftige Unterstützung von Facharbeitern, die er auf seiner Bildungsreise angeworben hat. Handwerker und Ingenieure aus ganz Europa gehen ihm zur Hand. Es ist ein gewaltiger Wissenstransfer von West nach Ost. Und eine mörderische Aufgabe, vor die Peter seine Arbeiter stellt. Zehntausende kostet der Bau von Sankt Petersburg das Leben. Aber die Sehnsucht des Zaren nach Europa ist ungebremst. Und die Sehnsucht, sein Volk damit anzustecken, koste es, was es wolle. Und so schenkt er ihm eine der schönsten Städte der Welt und Russlands erstes Museum, die Kunstkammer. Ob die Sammlung seiner selbstgezogenen Zähne allerdings zum erwünschten Erfolg führt, bleibt dahingestellt. Aber die Kunstkammer hat mehr zu bieten. Kuriositäten aus verschiedenen Ländern Europas, unter anderem die Kollektion der anatomischen Präparate des Holländers Frederik Rüsch. Bei freiem Eintritt und einer kostenlosen Tasse Kaffee soll auch der einfache Russe aufgeklärt werden. Zum Beispiel darüber, dass Missbildungen eben keine Strafe Gottes sind, wie die Kirche bisher behauptet, sondern das Ergebnis natürlicher Prozesse. Die Aufklärung ist in Russland angekommen. Ce Pierre le Grand, il s'est pas vraiment fait apprécier de ces sujets, si? Zumindest nicht bei denen, die ihre Bärte oder Zähne behalten wollten. Ou qui tenait aux vieilles traditions russes. Ach, den Zahn wollte er ihnen ziehen. Immerhin, er hat eine der schönsten Städte Russlands als Fenster nach Europa gegründet. Et où aujourd'hui encore Poutine le Grand reçoit les grands chefs d'État. Mais la fenêtre sur l'Europe reste encore et toujours fermée. Der Präsident verträgt die Zugluft nicht. Bon, en même temps, si les Européens ne passaient pas autant de temps à brasser de l'air autour de ça. Aber was ist dieses Sankt Petersburg denn jetzt eigentlich? Ein Stück Europa in Russland oder ein Stück Russland in Europa? Ist der Versuch des Zaren, Russland zu europäisieren, mit dem Bau von Sankt Petersburg gelungen oder nicht? Petersburg ist eine europäische Stadt und ich als Petersburger bin zweifelsohne auch Europäer. Gleichzeitig bin ich Russe und ich würde sagen, einem Europäer steht nichts im Wege, ein Russe zu sein. Und einen Russen hindert nichts daran, ein Europäer zu sein. So, das ist meine Antwort. Es bleibt schwammig. Russland und Europa, das war und ist ein ungeklärtes Verhältnis zwischen Sehnsucht und Ablehnung. Damals wie heute. Im 18. Jahrhundert überwiegt beim Volk die Ablehnung. Die Russen haben nicht nur Probleme damit, von Moskau nach Sankt Petersburg umzusiedeln. Sie wollen auch gar keine Europäer sein. Sie wollen nicht Französisch sprechen und nicht ihren Bart abrasieren. Ähnlich ist es in Deutschland. Da wird diskutiert, ob es sinnvoll wäre, eine deutsche Nationalbekleidung einzuführen, um sich dem Modediktat aus Paris zu entziehen. Tja, und in Paris wiederum beklagt man sich, zu stark kopiert zu werden. Alle haben den gleichen Geschmack, die gleichen Leidenschaften, die gleichen Sitten. Dabei sehen wir Europäer für die asiatischen Touristen doch ohnehin alle gleich aus, oder nicht? Was soll die ganze Aufregung? Doch der Unmut der Europäer greift tiefer. Bart, Sprache, Mode, das alles sind doch nur Oberflächlichkeiten. Die wirkliche Gemeinsamkeit ist die Abhängigkeit von den Herrschenden, von den Absolutisten. Deren Macht in Frage zu stellen, das machen sich die Philosophen im 18. Jahrhundert zur Aufgabe. Sie fordern einen aufgeklärten Absolutismus und werden zu Vordenkern einer neuen demokratischen Ordnung. Der Mensch ist von Natur aus frei. Und all seine Handlungen sollten auf Vernunft beruhen. Ich sage jedem, denk für dich selbst. Wir sind selbst verantwortlich für das, was wir tun. Aber auch, was wir nicht tun. Das stimmt, mein lieber Voltaire. Aber es ist auch wichtig, dass der Macht Grenzen gesetzt werden. Die Erfahrung lehrt doch, dass jeder Mensch, der Macht hat, auch dazu neigt, sie zu missbrauchen. Deshalb sollte man die drei Staatsgewalten trennen. Die Gesetzgebende, die Vollziehende, die Richterliche. Es kann nur Freiheit geben, wenn man die Macht im Staate teilt. Auch das gebietet die Vernunft. Meinen Sie nicht? Rousseau setzt noch eins drauf.
In seinem Gesellschaftsvertrag, dem Contrat Social, fordert er, den Allgemeinwillen als Maßstab für zukünftiges politisches Handeln zu nehmen. Mit anderen Worten, dem Absolutismus eine Absage zu erteilen und Republiken zu gründen. Heute wird den Philosophen von damals die Anerkennung zuteil, die sie verdient haben. Auf ihren Ideen beruht unser modernes demokratisches Europa. Heute nehmen sie einen Ehrenplatz im Pantheon ein, der Ruhmeshalle Frankreichs. Doch im absolutistischen Europa des 18. Jahrhunderts fällt die Wertschätzung geringer aus. Die europäischen Herrscher wollen nicht wahrhaben, dass die Sonne des Absolutismus ihren Zenit überschritten hat. Der Gesellschaftsvertrag wird verboten, Rousseau verfolgt. Die Zeit ist noch nicht reif für seine Ideen. Absolutismus und Konkurrenz treiben den Kontinent auseinander. Sie treiben Europa in einen katastrophalen Krieg, den Siebenjährigen Krieg. Es ist ein Krieg, ausgelöst durch die Eitelkeit seiner Herrscher. Ein Krieg zwischen Adelsfamilien, die ihre Machtverhältnisse neu regeln, die den Kontinent mal wieder neu unter sich aufteilen wollen. Innerhalb kürzester Zeit weitet er sich zum Flächenbrand aus, der nahezu ganz Europa erfasst. Und wo man schon dabei ist, nutzt man die Gelegenheit, gleich auch die Besitzverhältnisse in der ein oder anderen Kolonie in Übersee zu klären. Die Europäer tragen ihre Konflikte raus in die Welt. Der Siebenjährige Krieg ist ein Weltkrieg. Der erste Weltkrieg, wenn man so will. Ausgefochten auf drei Kontinenten und den Weltmeeren. Und es ist der Anfang vom Ende der europäischen Königsdynastien. Das Zeitalter Europas als Privatbesitz seiner Adelsfamilien ist angezählt. Bald erheben die Völker Anspruch auf Europa. Denn der Gedanke der Aufklärung ist in der Welt. Ein für allemal. Bref. Ils se sont bien fait écraser, les rois et les princes. Bien avant l'heure, le vieux continent s'entraîne déjà à la guerre mondiale. Eine halbe Million Tote allein in Europa. Spitzenbilanz. Mais la France est à genoux financièrement. C'est pas étonnant que là-bas, quelques temps plus tard, le roi se fasse décapiter. Denn die Aufklärung bringt ein Kind zur Welt und es hört auf den Namen... Révolution. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire arrivera. Dans le prochain épisode. Das Geschäft mit der Sklaverei ist zwar nicht neu, aber die Europäer perfektionieren es. In etwa 300 Jahren werden rund 12 Millionen Afrikaner verschleppt. Es soll bis ins 19. Jahrhundert hinein dauern, bis der Sklavenhandel in Europa verboten wird. Das letzte Land, das ihn verbietet, sind die Niederlande. Der Sklavenhandel ist maßgeblich mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Aufstieg der Seemacht. Und wer trennt sich schon gerne vom Luxus? Der Zucker aus Übersee hat das Leben so herrlich süß gemacht. Darauf will man nicht mehr verzichten. Bis heute sind die Spuren der Sklaverei in Holland sichtbar. Zum Beispiel in der Figur des Zwarte Piet, dem schwarzen Helfer vom Nikolaus. Oder auf der Kutsche, in der sich der König einmal im Jahr bei der Fahrt durch Den Haag bejubeln lässt. Tradition oder Rassismus? Oder beides? In den letzten Jahren regen sich zunehmend Proteste. Die Kutsche soll übermalt werden. Der Zwarte Piet nicht mehr schwarz sein. Werden die Proteste Gehör finden? Oder doch wieder verhallen? Man kann nur jemand versklaven, wenn man ihn als minderwertig ansieht. Man hat erst mal angefangen mit den Indianern in Amerika. Und sie haben sich als
nicht arbeitsfähig erwiesen oder haben rebelliert. Und da kam man auf die Idee, nach Afrika zu gehen und sie dort von dort zu bringen. Und das hat dann wirklich eine sehr positive Wirkung, wirtschaftlich sagen wir mal, für Europa. Aber für Afrika war das verheerend. Sie müssen sich vorstellen, dass jahrhundertelang die arbeitsfähigen Männer und Frauen versklavt wurden. Das heißt, in vielen Dörfern blieben nur noch alte Männer und alte Frauen und Kinder. Das hat dann auch zur Folge, dass die gesamte Wirtschaft und natürlich auch die ganze politische Struktur kaputt gemacht worden ist. Europa tut sich schwer mit seinem kolonialen Erbe. Und die Niederländer mit den Abgründen hinter ihren schönen Fassaden. Zwar hat die Regierung die Sklaverei vor kurzem bedauert, aber keine Schuld eingestanden. Zu groß ist die Sorge vor Schadenersatzforderungen. Fest steht, der Rassismus und der menschenverachtende Sklavenhandel sind ein wiederkehrendes Merkmal in der Geschichte Europas. Bis heute kaum zu fassen. Da erinnert man sich doch lieber an die schönen Seiten der Kolonialzeit. Die malerischen Grachten, die Schiffe, der Macht im Staat. Oder wie Ludwig sagt, l'État c'est moi, der Staat bin ich. Doch die Sonne Frankreichs zu sein, um die seiner Adligen kreisen, das reicht Ludwig bald nicht mehr. Er will die Sonne Europas sein. Der ganze Kontinent soll sich um ihn drehen. Um ihn, den Roi Soleil, den Sonnenkönig. Und so zettelt Ludwig auf dem Kontinent einen Krieg nach dem anderen an und führt vor Augen, wo für die einen Licht ist, ist für die anderen Schatten. Europa, das ist im 17. Jahrhundert der Privatbesitz einiger weniger Adelsfamilien. Der Absolutismus befeuert Konflikte. Gleichzeitig übt er eine magische Anziehungskraft aus. Europa will sein wie der Sonnenkönig. Und der Sonnenkönig zeigt Europa, wo es lang geht. Mit seinem Schloss. Das alle anderen bisher gebauten Schlösser in den Schatten stellt. Versailles. Die Ausmaße des Gebäudes sind enorm. Immerhin muss der komplette Adel mitsamt Personal hier einquartiert werden. 10.000 Personen leben zu Hochzeiten in Versailles. Und bis heute kommen zigtausende Touristen, um das Paradebeispiel europäischer Hofkultur zu bewundern. Allerdings ist die Hofkultur längst nicht so vornehm, wie man sich das heute vorstellt. Nicht nur, weil es kaum Toiletten gibt. Ludwig selbst erleichtert sich angeblich hinter den Vorhängen. Und beim Essen? Naja, von Besteck hält der König wenig. Seine Höflinge wetteifern um einen Platz an seiner Seite. Kaum zu glauben, aber um dem König beim Essen zuzuschauen, zahlen sie damals horrende Summen. Es ist eine absurde Inszenierung, die nur ein Ziel hat: Ludwigs absoluter Überlegenheit Ausdruck zu verleihen. Heute herrschen in Europa andere Sitten. Gott sei Dank. Ah, Versailles, le Trianon, la Grande Galerie des Glaces. À l'époque, tous les princes voulaient avoir ça. Et ça a été copié aux quatre coins de l'Europe, mais naturellement jamais égalé. Wie steht's? Pardon? Ich finde, euer Versailles stank zum Himmel. Tut mir leid. Mais pas pour l'aîné baroque, cher ami. Kein Wunder, wo sich doch eh keiner gewaschen hat, weil das Baden als gesundheitsschädlich galt. Und dann diese verschwitzten Perücken aus Pferdehaar mit lauter Ungeziefer drin. Bah! Dans le temps, ils avaient une toute autre approche de l'hygiène. Réjouis-toi, parce que sans Versailles, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de parfum. Danke, ich hab die Nase voll von Versailles. Im 17. Jahrhundert ist Versailles das Nonplusultra. Nahezu alle europäischen Herrscher schielen neidisch dorthin. Ich trinke den köstlich kalten Orangensaft mit großen Schlucken und stehe auf. Für die Südsee hat der Entdeckungswahn der Europäer weitaus negativere Folgen als ein bisschen sexuelle Revolution. Etwa 90% der Menschen sterben durch Krankheiten, die die Eroberer einschleppen. Der Rest wird, ungeachtet der anfänglichen Bewunderung für das Leben abseits der Zivilisation, gnadenlos zivilisiert.
Die Europäer fühlen sich eben überlegen, politisch, wirtschaftlich und vor allem moralisch. Und so stehen die meisten Kolonien bis heute in unserer Abhängigkeit. Sie sind aber auch einfach zu praktisch. Sei es, weil wir sie als Steueroasen nutzen, als Paradiesersatz, indem wir uns ab und zu eine Auszeit gönnen von der anstrengenden Zivilisation. Oder auch für andere nützliche Dinge, über die man zu Hause im fernen Europa nicht so gerne spricht. 4, 3, 2, 1, feu! Der europäische Entdeckergeist hat aber auch seine hellen, seine guten Seiten. Seit der Entdeckung nämlich, dass sich die Erde um die Sonne dreht, werden die Europäer in ihrem Denken immer mutiger, freier und respektloser. Aufgeklärte Herrscher fördern die Wissenschaft. An den Universitäten entstehen die ersten philosophischen Fakultäten. Die Wissenschaft des Hinterfragens alter Gewissheiten, die Philosophie, wird zum größten Herausforderer der Theologie. Denn sie ist fest davon überzeugt, es sind nicht nur Glaube und Religion, die die Erkenntnisse liefern, sondern auch Logik und Vernunft. Es ist das Zeitalter der Aufklärung und der aufgeklärte Geist kennt keine Ländergrenzen. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hegel. Das 18. Jahrhundert vereint die größten Geister Europas. Worin? In ihrem Denken. Und es sind die Denkansätze der Philosophen, die die Wissenschaftler Europas zu unzähligen bedeutenden Entdeckungen inspirieren. Der neugierige holländische Tuchhändler Anthony van Leeuwenhoek zum Beispiel will unbedingt wissen, was es mit seinem Zahnbelag auf sich hat. Unter Mikroskop entdeckt er kleine Dirkens, Tierchen, heute auch bekannt unter dem Namen Bakterien. Und er entdeckt, dass das Leben nicht etwa... Das stimmt, mein lieber Voltaire. Aber es ist auch wichtig, dass der Macht Grenzen gesetzt werden. Die Erfahrung lehrt doch, dass jeder Mensch, der Macht hat, auch dazu neigt, sie zu missbrauchen. Deshalb sollte man die drei Staatsgewalten trennen. Die Gesetzgebende, die Vollziehende, die Richterliche. Es kann nur Freiheit geben, wenn man die Macht im Staate teilt. Auch das gebietet die Vernunft, meinen Sie nicht? Rousseau setzt noch eins drauf. In seinem Gesellschaftsvertrag, dem Contrat Social, fordert er, den Allgemeinwillen als Maßstab für zukünftiges politisches Handeln zu nehmen. Mit anderen Worten, dem Absolutismus eine Absage zu erteilen und Republiken zu gründen. Heute wird den Philosophen von damals die Anerkennung zuteil, die sie verdient haben. Auf ihren Ideen beruht unser modernes demokratisches Europa. Heute nehmen sie einen Ehrenplatz im Pantheon ein, der Ruhmeshalle Frankreichs. Doch im absolutistischen Europa des 18. Jahrhunderts fällt die Wertschätzung geringer aus. Die europäischen Herrscher wollen nicht wahrhaben, dass die Sonne des Absolutismus ihren Zenit überschritten hat. Der Gesellschaftsvertrag wird verboten, Rousseau verfolgt. Die Zeit ist noch nicht reif für seine Ideen. Absolutismus und Konkurrenz treiben den Kontinent auseinander. Sie treiben Europa in einen katastrophalen Krieg, den Siebenjährigen Krieg. Es ist ein Krieg, ausgelöst durch die Eitelkeit seiner Herrscher. Ein Krieg zwischen Adelsfamilien, die ihre Machtverhältnisse neu regeln, die den Kontinent mal wieder neu unter sich aufteilen wollen. Innerhalb kürzester Zeit weitet er sich zum Flächenbrand aus, der nahezu ganz Europa erfasst. Und wo man schon dabei ist, nutzt man die Gelegenheit, gleich auch die Besitzverhältnisse in der ein oder anderen Kolonie in Übersee zu klären.
Die Europäer tragen ihre Konflikte raus in die Welt. Der Siebenjährige Krieg ist ein Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, wenn man so will. Ausgefochten auf drei Kontinenten und den Weltmeeren. Und es ist der Anfang vom Ende der europäischen Königsdynastien. Das Zeitalter Europas als Privatbesitz seiner Adelsfamilien ist angezählt. Bald erheben die Völker Anspruch auf Europa. Doch Wissenschaft und Aufklärung lassen das Pendel in eine andere Richtung schlagen. Zur Sonne der Erkenntnis. Die Sonne. Dass sich die Planeten um sie drehen und nicht um die Erde, das weiß heute jedes Kind. Im 16. Jahrhundert jedoch, als die Astronomen Europas erstmals dahinter kommen, bricht für viele das Weltbild zusammen. Das, was die Kirche jahrhundertelang als wahr verkauft hat, soll plötzlich falsch sein? Nicht die Erde ist das Zentrum des Universums, sondern die Sonne? Das Zentrum des europäischen Universums will damals Frankreich sein. Genauer gesagt, der französische König, Ludwig XIV. Um seinen Anspruch zu unterstreichen, bemächtigt er sich kurzerhand des Sonnensymbols. Ja, er wagt es tatsächlich zu behaupten, er sei die Sonne. Das Sonnensystem als Vorbild für die staatliche Ordnung in Frankreich. Das neue Herrschaftsmodell hat einen Namen: Absolutismus. Was das heißt? Der König hat alle Macht im Staat. Oder wie Ludwig sagt, l'État c'est moi, der Staat bin ich. Doch die Sonne Frankreichs zu sein, um die seiner Adligen kreisen, das reicht Ludwig bald nicht mehr. Er will die Sonne Europas sein. Der ganze Kontinent soll sich um ihn drehen. Um ihn, den Roi Soleil, den Sonnenkönig. Und so zettelt Ludwig auf dem Kontinent einen Krieg nach dem anderen an und führt vor Augen, wo für die einen Licht ist, ist für die anderen Schatten. Europa, das ist im 17. Jahrhundert der Privatbesitz einiger weniger Adelsfamilien. Der Absolutismus befeuert Konflikte. Gleichzeitig übt er eine magische Anziehungskraft aus. Europa will sein wie der Sonnenkönig. Und der Sonnenkönig zeigt Europa, wo es lang geht. Mit seinem Schloss. Das alle anderen bisher gebauten Schlösser in den Schatten stellt. Versailles. Die Ausmaße des Gebäudes sind enorm. Immerhin muss der komplette Adel mitsamt Personal hier einquartiert werden. 10.000 Personen leben zu Hochzeiten in Versailles. Und bis heute kommen zigtausende Touristen, um das Paradebeispiel europäischer Hofkultur zu bewundern. Allerdings ist die Hofkultur längst nicht so vornehm, wie man sich das heute vorstellt. Nicht nur, weil es kaum Toiletten gibt. Form gibt es aber vielleicht nur noch an einem Ort. Im Vatikan. Mit den letzten absolutistischen Herrschern Europas. Den Päpsten. Aber zurück ins 17. Jahrhundert. Zurück nach Versailles. Auf dem europäischen Parkett wird es langsam eng. Die anderen Könige versuchen, dem Sonnenkönig den Platz an der Spitze streitig zu machen. Ludwig hält natürlich dagegen. Seinem Finanzminister, Jean-Baptiste Colbert, bereitet die Eitelkeit seines Herrschers zunehmend Sorgen. Die extravaganten Feste ruinieren die Staatskasse, ganz abgesehen von den ständigen Kriegen. Sparen ist keine Alternative, zumindest nicht für den Monarchen. Um die europäische Konkurrenz abzuschütteln, muss sich Colbert was anderes einfallen lassen. Eine Mauer muss her. Eine Zollmauer. Dadurch werden die Waren aus dem Ausland so teuer, dass die Menschen gezwungen sind, sie im Inland zu kaufen. Das Geld bleibt also in Frankreich. Merkantilismus nennt sich dieses System. Und die Absolutisten überall in Europa ahmen es dankbar nach. Europa? Ein Wirtschaftsraum? Davon ist man im 17. Jahrhundert weit entfernt.
Allerdings, Moment, Holländer und Engländer machen nicht mit. Sie arbeiten am Zukunftsmodell Europas, der freien Marktwirtschaft. William und Kate, Willem Alexander und Maxima, Charles und Camilla. Gerade die Länder, die man heute mit Monarchie schlechthin verbindet, gehen im 17. Jahrhundert einen Sonderweg. Holland gründet eine Republik, England eine parlamentarische Monarchie. Die Bill of Rights sieht vor, dass das englische Parlament jede königliche Handlung absegnen muss. Daran wird die Queen bis in die Gegenwart erinnert. Vor jedem neuen Parlament muss sie eine Rede verlesen, die ihr die Volksvertreter geschrieben haben, die sie ihr vorgeschrieben haben. In der Regierung hat das Parlament das Sagen. Den Markt überlassen die Briten weitgehend sich selbst. Nicht der Staat bestimmt die Wirtschaft, wie in Frankreich, sondern Angebot und Nachfrage. Diesem Liberalismus verdankt Großbritannien den Aufstieg zum führenden Finanzzentrum Europas. Zumindest bis zum Brexit. Next Exit, Nexit? Auch die kleinen Niederlande sind finanziell gut aufgestellt, verfügen über einen der größten Warenumschlagplätze Europas, Rotterdam. Die Weichen dafür werden im 17. Jahrhundert gestellt, als Europa rausdrängt in die Welt, die es zu entdecken und erobern gilt. Unterwegs ist, mit einem Gefolge von über 300 Personen, eine etwas naive Vorstellung. Dennoch, in Europa respektiert man den Wunsch des Zaren nach Anonymität. Man selbst erhofft sich schließlich auch Vorteile. Der russische Markt erscheint vielen schon damals attraktiv. Und so heißt man den berühmten Wirtschaftsspion nach seiner Enttarnung willkommen und lässt ihn lernen. Die Preußen weisen ihn in die Kanonenkunst ein. Bei den Holländern erhält er Einblick in den Schiffsbau. Und von den Engländern bekommt er Nachhilfe im Finanzwesen. 18 Monate lang gewährt man dem ehrgeizigen Zaren Einblicke in die Geheimnisse Europas. 18 Monate lang saugt er alles Wissen auf, was er in den fortschrittlichen Nationen Westeuropas finden kann. Zurück in Russland fängt der Zar an, seine gesammelten Erkenntnisse in die Tat umzusetzen und sein Land nach dem Vorbild Europas zu modernisieren. Zunächst gilt es, das Erscheinungsbild seiner Bürger anzupassen. Ab sofort, so verfügt er, haben sich seine Untertanen westlich zu kleiden. Und ab sofort gilt im ganzen Land ein Bartverbot. Herein! Ja, genau. Peter der Große verbietet die traditionellen Bärte, für seinen Geschmack das Symbol der Rückständigkeit Russlands. Doch sein Volk Europa anzunähern, ist nicht so leicht wie gedacht. Auch wenn der Zar selbst mit gutem Beispiel vorangeht, der Widerstand gegen das verhängte Bartverbot ist groß. Schließlich ist die Gesichtsbehaarung nach traditioneller Auffassung von Gott geschenkt. Die Rasur gilt als Sünde. Um sein Verbot durchzusetzen, schickt Peter Barbiere auf Bartjagd. Aber mit Gewalt lassen sich die sturen Russen erst recht nicht europäisieren. Dann lassen sie ihren Bart halt wieder wachsen. Der Zar sieht sich schließlich gezwungen, das Verbot zu modifizieren. Wer eine Bartsteuer bezahlt, darf in Gottes Namen den Bart behalten. So lässt sich mit der Sturheit seiner Bürger wenigstens noch etwas Geld verdienen. Doch bei einem kennt der Zar keine Kompromisse. Beim Bau einer europäischen Stadt. Seiner Stadt. Sankt Petersburg. Hier im hohen Norden, wo heute das Leben tobt, befindet sich bis ins Jahr 1703 nur sumpfiger Boden. Aber der Zar will unbedingt auch geografisch nach Westen rücken. Und so wendet er sich vom traditionellen Moskau ab und errichtet sein Fenster nach Europa. Die neue Hauptstadt. Sankt Petersburg. Ein Gemeinschaftswerk. Denn der Zar bekommt tatkräftige Unterstützung von Facharbeitern, die er auf seiner Bildungsreise angeworben hat. Handwerker und Ingenieure aus ganz Europa gehen ihm zur Hand. Es ist ein gewaltiger Wissenstransfer von West nach Ost. Und ein Nexit? Auch die kleinen Niederlande sind finanziell gut aufgestellt, verfügen über einen der größten Warenumschlagplätze Europas, Rotterdam.
Die Weichen dafür werden im 17. Jahrhundert gestellt, als Europa rausdrängt in die Welt, die es zu entdecken und erobern gilt. Aber losziehen tut man nicht etwa gemeinsam. Nein, wenn es ums Geld geht, kennen die Europäer keine Freunde. Mit dem Wettlauf um die letzten weißen Flecken der Welt steigt auch der europäische Konkurrenzdruck. Wer wird die Terra Australis Incognita entdecken, den sagenumwobenen südlichen Erdteil? Wer wird die Landmassen das erste Mal betreten und seine Fahne dort hissen? Wer wird die unsagbaren Schätze als erstes an sich reißen? Die Engländer haben die Nase vorn. Und auch wenn sich herausstellt, dass die Terra Australis Incognita in der erhofften Form nicht existiert, dass die Südhalbkugel bei weitem nicht über ähnliche Landmassen verfügt wie die Nordhalbkugel, man nimmt, was man kriegt. Der Engländer James Cook, der wohl größte Entdecker des 18. Jahrhunderts, annektiert für das britische Empire Insel für Insel. Mitsamt den verfügbaren Ressourcen natürlich. Alles wird eingeheimst, was den Eroberern in die Finger kommt. Die Gastfreundschaft der Eingeborenen wird schamlos ausgenutzt. Die Europäer sind in der Regel überall dort, wo sie angekommen sind, freundlich empfangen worden. Weil diese Völker nicht damals gedacht haben am Anfang, man würde sie übers Ohr hauen, beziehungsweise man sei da nur wegen ihrer Reichtümer. Tja, so kann man sich irren. Europa steht seit damals auch für aggressive Expansion und die damit verbundene Ausbeutung der Welt. Hast du mehr davon? Es ist viel einfach geklaut worden, geraubt, schlicht und einfach. Schauen Sie mal also die Museen hier. Das sind alle Schätze aus aller Welt. Es ist nicht gekauft worden. Und man hat die Völker dort nicht gefragt, ob sie das hergeben. Man hat es einfach genommen. Die Engländer nehmen unter anderem Tahiti in Beschlag. Dazu Madras und Bengalen, die fruchtbaren Schwemmlandregionen Indiens. Die Holländer luchsen den Maori Neuseeland ab. Den Indianern die Insel bzw. lässt ihn behandeln. Denn die schmutzige Jagd auf die Menschen übernehmen andere. Araber, selbst Schwarzafrikaner. Aber unschuldig sind die Europäer deshalb nicht. Im Gegenteil. Wie war das? Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das ist freie Marktwirtschaft. Das Geschäft mit der Sklaverei ist zwar nicht neu, aber die Europäer perfektionieren es. In etwa 300 Jahren werden rund 12 Millionen Afrikaner verschleppt. Es soll bis ins 19. Jahrhundert hinein dauern, bis der Sklavenhandel in Europa verboten wird. Das letzte Land, das ihn verbietet, sind die Niederlande. Der Sklavenhandel ist maßgeblich mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Aufstieg der Seemacht. Und wer trennt sich schon gerne vom Luxus? Der Zucker aus Übersee hat das Leben so herrlich süß gemacht. Darauf will man nicht mehr verzichten. Bis heute sind die Spuren der Sklaverei in Holland sichtbar. Zum Beispiel in der Figur des Zwarte Piet, dem schwarzen Helfer vom Nikolaus. Oder auf der Kutsche, in der sich der König einmal im Jahr bei der Fahrt durch Den Haag bejubeln lässt. Tradition oder Rassismus? Oder beides? In den letzten Jahren regen sich zunehmend Proteste. Die Kutsche soll übermalt werden. Der Zwarte Piet nicht mehr schwarz sein. Werden die Proteste Gehör finden? Oder doch wieder verhallen? Man kann nur jemand versklaven, wenn man ihn als minderwertig ansieht. Man hat erst mal angefangen mit den Indianern in Amerika. Und sie haben sich als nicht arbeitsfähig erwiesen oder haben rebelliert. Und da kam man auf die Idee, nach Afrika zu gehen und sie dort von dort zu bringen. Und das hat dann wirklich eine sehr positive Wirkung, wirtschaftlich sagen wir mal, für Europa.
Aber für Afrika war das verheerend. Sie müssen sich vorstellen, dass jahrhundertelang die arbeitsfähigen Männer und Frauen versklavt wurden. Das heißt, in vielen Dörfern blieben nur noch alte Männer und alte Frauen und Kinder. Das hat dann auch zur Folge, dass die gesamte Wirtschaft und natürlich auch die ganze politische Struktur kaputt gemacht worden ist. Europa tut sich schwer mit seinem kolonialen Erbe. Und die Niederländer mit den Abgründen hinter ihren schönen Fassaden. Zwar hat die Regierung die Sklaverei vor kurzem bedauert, aber keine Schuld eingestanden. Zu groß ist die Sorge vor Schadenersatz. Die gleichen Sitten. Dabei sehen wir Europäer für die asiatischen Touristen doch ohnehin alle gleich aus, oder nicht? Was soll die ganze Aufregung? Doch der Unmut der Europäer greift tiefer. Bart, Sprache, Mode, das alles sind doch nur Oberflächlichkeiten. Die wirkliche Gemeinsamkeit ist die Abhängigkeit von den Herrschenden, von den Absolutisten. Deren Macht in Frage zu stellen, das machen sich die Philosophen im 18. Jahrhundert zur Aufgabe. Sie fordern einen aufgeklärten Absolutismus. Und werden zu Vordenkern einer neuen demokratischen Ordnung. Der Mensch ist von Natur aus frei. Und all seine Handlungen sollten auf Vernunft beruhen. Ich sage jedem, denk für dich selbst. Wir sind selbst verantwortlich für das, was wir tun. Aber auch, was wir nicht tun. Das stimmt, mein lieber Voltaire. Aber es ist auch wichtig, dass der Macht Grenzen gesetzt werden. Die Erfahrung lehrt doch, dass jeder Mensch, der Macht hat, auch dazu neigt, sie zu missbrauchen. Deshalb sollte man die drei Staatsgewalten trennen. Die Gesetzgebende, die Vollziehende, die Richterliche. Es kann nur Freiheit geben, wenn man die Macht im Staate teilt. Auch das gebietet die Vernunft. Meinen Sie nicht? Rousseau setzt noch eins drauf. In seinem Gesellschaftsvertrag, dem Contrat Social, fordert er, den Allgemeinwillen als Maßstab für zukünftiges politisches Handeln zu nehmen. Mit anderen Worten, dem Absolutismus eine Absage zu erteilen und Republiken zu gründen. Heute wird den Philosophen von damals die Anerkennung zuteil, die sie verdient haben. Auf ihren Ideen beruht unser modernes demokratisches Europa. Heute nehmen sie einen Ehrenplatz im Pantheon ein, der Ruhmeshalle Frankreichs. Doch im absolutistischen Europa des 18. Jahrhunderts fällt die Wertschätzung geringer aus. Die europäischen Herrscher wollen nicht wahrhaben, dass die Sonne des Absolutismus ihren Zenit überschritten hat. Der Gesellschaftsvertrag wird verboten, Rousseau verfolgt. Die Zeit ist noch nicht reif für seine Ideen. Absolutismus und Konkurrenz treiben den Kontinent auseinander. Sie treiben Europa in einen katastrophalen Krieg. Den Siebenjährigen Krieg. Es ist ein Krieg, ausgelöst durch die Eitelkeit seiner Herrscher. Ein Krieg zwischen Adelsfamilien, die ihre Machtverhältnisse neu regeln, die den Kontinent mal wieder neu unter sich aufteilen wollen.